von Lispel bitte nur noch, ey. Ja. Mach dich das an, ja. Oh, mein kleiner Lispelprinz. Jo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier der Olli für euch am Start zusammen mit dem sogenannten Wursi. Hallo. Grüß euch. Ja, also heute mal was ganz anderes. Nämlich wir spielen jetzt mal zusammen das neue Kartenhaus. Geht nämlich zu zweit, war ja schon mal da. Da wollten wir es eigentlich auch schon machen beim ersten Mal, wir beide. Aber da haben wir es ein bisschen verschissen. Ja, weil du wieder keine Zeit hattest da. Musst du wieder mit den Perlen da rum küssen und Händchen halten da, doch. Ja, also, ich weiß gar nicht, wovon er redet, deswegen. Hallo, Frauen. Da. So. Aber jetzt wollen wir mal zusammen diesen wunderbaren Boss schmieren. Darum geht's nämlich. Das jetzt hier gleich den... Mediv! Ah, geil, ich hab sogar Mediv. Malfurion! Heißt denn der Typ? Mögen die Spiele beginnen. Diesen Roboter. So. Was nehme ich da? Oh, ich glaube, ich behalte sogar. Außer eins. Na, ist doch in Ordnung. Ich hab mal ein bisschen Card Draw hier. Hast du das denn schon mal gemacht jetzt hier mit Mediv und Malfurion? Nee, aber das davor, das gab es ja schon mal, ne? Ja, richtig, nur mit anderen Helden. Ja, genau. Genau, also es heißt, alle Karten, die so einen Effekt auf den Gegner haben, was normalerweise schlecht ist, ist jetzt in dem Fall halt gut, weil dieser Boss wechselt jetzt immer die Seiten. Was immer ganz gut ist, wenn man guckt, dass man jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Lobbys den tradet, also den angreift, sondern guckt, dass man ein bisschen was aufs Feld packt, weil der meistens dann zufälligen Schaden auf irgendwas macht. Wenn du nichts auf dem Feld hast, dann tut's halt weh. Genau. Aber was du jetzt nicht sehen kannst, ich habe hier einen Zombie-Schauer auf der Hand, aber den spiele ich noch nicht, weil wegen 5 Heilung, ne? Genau, richtig. Genau. Jetzt kann man sich auch immer toll absprechen, das ist super toll, toll, ey. Weswegen man eben auch kein Card-Pack bekommt, ne? Genau, was machen wir jetzt hier? Soll ich den Nö, mach nichts. Ja, siehst du, das waren schon mal 2. Also er macht praktisch immer, wenn man selbst seine Runde abgibt, hat er eine Fähigkeit. Jetzt hat er zweimal das stärkste Vieh getötet, da nichts auf dem Feld war, war das praktisch wie los ist. Ich zieh mal ein Kärtchen. Oh, ein gutes Savage Roar. Ein Savage Roar, auf jeden Fall beibehalten. Guck mal, der macht gerade wirklich nur Mist, das ist sehr gut. Das könnte echt ein Lucky Run werden hier, du. Mhm, mal gucken. Da habe ich schon ganz andere gesehen, ey. Da war er jetzt schon auf 8 Dings hier. Schaden, du. So. Oh. Sehr gut. Nächste Runde. Willst du mich minden? Minden vielleicht. Na, jetzt geht es los. Jetzt beginnt der Wahnsinn, Freunde. Oh shit. Ja. Ich spiele jetzt Savage Roar. Nein, bitte nicht. Ich habe jetzt noch einen Zombie-Chow gezogen. Soll ich mal ein bisschen on curve oder was? Nee, nee, das passt schon. Das ja, passt war schon. Später. Später. Was ist das denn hier? Szenarios. Oh, war doch schon in Ordnung. Jetzt ganz. So, ich gehe erstmal mit Akale Golem rein, dass du ein Mänerchen mehr kriegst. Oh, super, ey, danke. Ja, bitte schön. Oh, das ist voll sweet von dir. Mhm. Oh, Mr. Malfurion. Was geht? Geht irgendwas? Ja, da geht nicht viel. Da geht eine violette Ausbilderin. Oder nochmal ein Kärtchen ziehen. Komm, pass auf, ich... Du brauchst keine Karte ziehen. Ich hab nochmal ein nochmal ein Orakel. Ja gut, dann, ne... Zerquetsch mal. Das ist gut. Ich hoffe mal nur, dass er den... Ah, okay. Das geht nicht auf ihn. Sehr gut. Ah, du hast ja, glaube ich, den Folgen, ne? Oder habe ich den auch? Nee, den hast du auch. Ah, cool. Voll smooth. So. Gut, bevor du, ich sag's dir jetzt schon, bevor du irgendwas ganz Starkes spielen willst, sag mir lieber Bescheid, weil ich habe ein Spiegelbild. Also Spiegelgestalt, das Geheimnis, dass ich es eben dann auch kriege. Alles klar, pack mal rein, ich spiel Zombie-Chow. Ich finde mich heute total lustig, ey. Ich kann doch immer mich selber lachen, ich bin voll gut. So. So, Wild Growth. Ah, scheiße, hat nicht einer von uns einen Lorewalker? Mal gucken. Ja, einer von uns hat einen Lorewalker, ey. Yay! Ja, scheiße, Alter. Boah, der hat schon 6 Schaden, Alter. Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen, Ich will dich echt richtig zu. Oh Gott. Jetzt darfst du keine Karte mehr ziehen, sonst. Meine Hand ist zu voll.
Ich spiele jetzt gleich mal die beiden Zombie-Chows. Oh, und das war's mit dem Affen. Oh, armer Affen. Genau, und dann am besten noch die Bananen auf den Geisterschlag. Ja, Fugen mit 4-7 muss man jetzt nicht unbedingt Spiegel bilden, oder? Nee. Nee, das machen wir nicht. Die Fugen. Feuern. Das ist der Feuern. So. Ich würde mit der Spinne um zwei Bananen reingehen, weil dann hast du dein Feld voll und dann würde sich vielleicht sogar schon ein Savage Raw lohnen. Genau. In der nächsten Runde, falls er jetzt nicht gleich irgendwie alles weghaut. Ja, der hat ja auch Flamestrike. Das kann ich gar nicht angreifen. Jetzt hätte ich voll lustig, wollte ich jetzt sein. Was zur Hölle war das denn? Das war nicht so geil, aber... wow. Passiert das immer, wenn das Feld voll ist? Hoppla. Ach, wenn das Feld voll ist, macht er das komplett leer, oder was? Ja, das, wenn, dann wusste ich's nicht. Alter, ja, ich auch nicht. Gut, dann, gebe ich trotzdem irgendwas zum Savage Ron, würde ich sagen. Hätte nicht. Oh, oh. Nein. Hatten das super, ey. Das ist so eine fiese Sau. Also ist mit Abstand das Interessanteste, aber auch irgendwo das Schwerste. Wenn du es mit einem Random-Typen spielst, ist es echt knackig. Ich glaube, ich habe 3 Versuche gebraucht. Manche sogar noch mehr. Ein paar aus meiner Kontaktliste haben mich dazu geeiert. So. Ich habe 7 Mal gebraucht, Junge. Alles Affen. Alle Schuld, außer mir. Oh, Aviana, sehr nice. Kannst du schon mal Spiegelbild draufhauen? Jo. Spiegelgestalt, entschuldige. Entschuldige, ist doch Entschuldigung. Lass du doch nicht aus. Mann! So, was machen wir jetzt noch? Da kommt ja, noch Jana, ey. Würde ich mir aber auch. Erdbisse. Erdbisse. So, aber Jähnchen. Meine Kinder. Meine Kinder. Meine Kinder. Oh, gleich noch 2 Mal. Szenarios mit 2 Trians Sport. Oder allen Kindern 2-2. Ja, nee, 2 mit den Sportlern. Ja, ne. Wer ist so dreist und erweist dieses Alter? Ich bin das. Ja, ich bin so dreist, Alter. Bang, bang. Oh, das war's mit unseren Avianas. Wow, ey, so ein richtiger Pisser. Pisser, Alter. Jetzt, wir müssen aber echt mal langsam, ne? Ja, ich... Ja, gut. Ja, gut. Ich würde ja gerne, ne? Aber irgendwie. So, dann würde ich mal Fackel raus. Ja, schon fertig. Beste Fackel EO West, glaube ich. Auf jeden Fall. Ah! Danke, das war nur ein Schaden für mich. Oh. So, ich könnte theoretisch Naturgewalt und Savage. Sollen wir mal Vollgas geben? Ja, gehen wir. Mach mal. Ja, dann machen wir mal, ne? Machen wir mal hier. Ja. So. Ja, machen wir mal. So. Das ist mal leckerer Schaden. Nur nicht im Held angreifen, wenn es geht, bitte. Doch, doch. Hat noch so viel Leben. Oh Mann. Okay, was geht? Oh, wieder 2 Angriff. Jetzt aber echt 2 Dinger noch und ich bin weg, ne? Alter. Manchmal passiert das nicht, Alter? Okay. Ich hab hier noch ein leckeres heilende Berührung. Nein! Ah, ich hab hier Zauberstand plus 2 für alle Spieler noch. Ich hab's noch. Was anderes, aber ja, gut. Hast du noch ein Zauberchen? Jetzt hoffe ich nur, dass er dich nicht kaputt macht. Ich hab nämlich noch mal 2 Mal Heal aufgehört. Ich heil mich selber. Okay. Dann spiele ich mein Dschungelmondkin. Okay. Und dann die Hüterin des Heinz. Lass mal Karten ziehen. Ich hatte noch nie eine Freundin. jeder Spieler erhält einen Mana-Kristall oder. Ja, nee, jeder zieht eine Karte. Ja, das ist mir schon klar. Du. Ach, die weite, weite Welt. Oh, Lorewalker. Loderne Fackel. Mensch. Kann ich nicht ausspielen, die Lorewalker.
Ah, danke. Ja, das war's mit dem Schaden, schade. Mit Zauberschaden. Komm, Alter, 37. Komm schon, Alter. Kommt schon, Alter, Pfiffi am Hals. Was ist denn, wenn wir das nicht schaffen? Wird das dann so ein 18-Stunden-Part? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Du musst morgen arbeiten. Chef, tut mir leid, ich müsste hier den Blinktron 5000 besiegen. Ja, wie heißt der überhaupt, der Spaß? Der Ritzelmeister Mechazot. Mechazot? Ich dachte, das wäre der Mimiron. Da Gesundheit. Da würde ich sogar wissen, wer das ist. Ja, der Schlange euch. So, pass auf, jetzt haben wir hier den übelsten Zauber, Brudi. Ja, wenn er die jetzt nicht alle weghaut. Nein, macht er nicht. Oh. Hau alles raus, Junge. Hau raus. Okay. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Schaden, Alter. Okay. Du, Olli. Ja. Ich hab noch heilende Berührung, können wir uns hin und her schicken. Oh Mann. Easy, viel zu easy, Alter. Good game. Oh, warte mal, der Board ist gleich voll. Ist ja, gut. Stimmt. Wow. Das ist echt gut. So, kannst du ihn vernichten? Fügt einem Diener 2 Schaden zu. Arkanschlag. Warum habe ich keinen Zauberschaden plus? Ich weiß es nicht. Was ist das hier für eine... Ob ich ihn vernichte? Ja, klar. Mach ich eben. Okay, das war nicht easy. So? Soll ich so tun? Ja, das dürfte reichen, ja. Warte, machen wir noch ein bisschen BM. Das wäre jetzt richtig gut, ey. Schick den rein. Schade, schon. Ja, ich weiß. Ja. Das war's auch schon. Das Kartenhaus gegen den Ritzelmeister, Freunde. Also, ich habe ja eigentlich mal gesagt, ich wollte nicht unbedingt wöchentlich Kartenchaos machen. Das ist aber echt ein Kartenchaos, was lohnt, gezeigt zu werden. Beziehungsweise die meisten von euch werden es eh gemacht haben. Ich wende danke mich schon mal bei Bursi fürs Mitmachen. Ja, hör mal, ich habe gerade... Ah, nee, doch nicht. Nee, ich habe gedacht, ich habe die Kiste da... Naja, egal. Ja, weil ich bedanke mich auch bei dir. Bei dem besten Hearthstone-Kanal, den es gibt auf Deutschland-YouTube. Ja, danke. Und ich würde sagen, dann... wenn euch das Format gefallen hat, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.